Das Buch über die Merkaba ist das Buch, was es im Moment gibt, was am weitesten geht in dem Verständnis, was Merkaba eigentlich ist. Ich spanne einen weiten Bogen über die geschichtlichen Erscheinungen, wann Merkaba das erste Mal auftaucht in der jüdischen Mystik und was eigentlich dahinter steht. Ich stelle die Zusammenhänge dar mit dem Wissen von Drunvalur Melchisedek, mit der Entwicklung der Menschheit, ziehe den Bogen zur Geometrie und zur Blume des Lebens und dann zum persönlichen Leben, zu dem, wie ich die Merkaba wieder erreichen kann. Und wie der Weg weitergeht, entweder ich erschaffe die Merkaba aus dem Kopf heraus oder aus dem Verstand, oder ich gehe ins Herz und aktiviere die Merkaba von dort und erkläre, welche Räume im menschlichen Körper sind, wie das Energiesystem des Menschen aufgebaut ist und wie die Form der Merkaba um den Menschen herum sitzt. Das Ganze wieder erläutert mit vielen Beispielen und Bildern, um einen wirklich lebendigen Eindruck zu bekommen. Was hat die Geometrie mit dem Menschen zu tun und was hat die Geometrie mit der Merkaba zu tun und was hat alles dreis mit dem menschlichen Körper zu tun und dem Bewusstsein?